Am Wort ist die Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnik-Piszczek. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich bin ein bisschen überrascht über die Rhetorik, die ich jetzt hier gehört habe vom Vorredner der FPÖ, also der von Unterwerfung gesprochen hat, Subparlament, Selbstinszenierung. Also offensichtlich erstreckt sich Ihre Fremdenphobie sogar auf österreichische Europaabgeordnete. Also ich kann mir das überhaupt nicht anders erklären, also dass man zu solch einer Wortwahl greifen muss. Als wäre es eher Infiltrierung durch fremdländische Abgeordnete. Ich sehe dieses neu gestaltete Rederecht als Aufwertung des österreichischen Nationalrates. Und selbstverständlich ist auch die Frage des im Plenum öffentlich alle gemeinsam diskutieren etwas ganz anderes, als in Ausschüssen oder im EU-Unterausschuss eine Fachdebatte zu führen. Es dient auch der Qualität unserer Debatten. Wir werden noch einiges Interessantes hören. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, den Kollegen Eugen Freund, Ulrike Lunacek, Ottmar Karas zu hören und geschätzte Kollegen von den Freiheitlichen, wenn Sie ganz konsequent sind, dann wird der Kollege Wilimski hier auch offensichtlich nicht reden. Oder wie sehe ich das dann? Also ich glaube, es tut uns gut. Es geht um ein Nebeneinander, es geht um Expertise, es geht um Erfahrungen, die wir uns besser zunutze machen können. Ab September können wir das auch intensiv nutzen. Also wir können auch wirklich international und europäische Persönlichkeiten auch einladen. Und ich glaube, dass es für viele Debatten sehr hilfreich wäre, wenn wir zum Beispiel zum Flüchtlingsthema einmal die Kommissarin Mogherini, die Außenbeauftragte, Sicherheits- und Außenbeauftragte hören oder jemanden von UNHCR oder einen Kommissionspräsidenten. Ich glaube, das ist die Debatte unserer, also die Qualität unserer Debatte nur befördern kann. So, ich glaube, dass wir hier auch Vorreiter sind. Ich denke, dass das in vielen europäischen Parlamenten vielleicht auch diskutiert wird. Es sind bis jetzt nur 4 oder 5, die diese Redeordnung so gestaltet haben, dass auch Europaabgeordnete mitdiskutieren können. Ich glaube, dass es auch ein wichtiger Punkt ist, dass sie auch in den Fachausschüssen, also direkt im Fachausschuss, das ist ja bis jetzt nicht möglich gewesen, auch das einbringen können, warum welche Richtlinie so beschlossen worden ist, warum welche Hintergründe so diskutiert worden sind. Das ist eine wirklich zusätzliche Qualität, diese Expertise. Es wird oft im Nachhinein hier in diesem Haus sehr, sehr viel Negatives über europäische Richtlinien gesagt, ohne sich wirklich intensiv auch mit den Hintergründen auseinandergesetzt zu haben. Deswegen ist auch das in den Fachausschüssen so wichtig, die Expertise. Es ist nicht nur eine Europäisierung, es ist auch eine Internationalisierung. Und ich glaube, dem kann man als moderne österreichische Partei nur sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Und mir ist es unverständlich, dass wir diese Neuordnung jetzt nicht gemeinsam und als Allparteienantrag oder als zumindest, ja, ich appelliere noch an die Kollegin Dietrich, sich das auch noch einmal zu überlegen, weil viele Argumente dagegen sind jetzt nicht gekommen. Es gibt aus meiner Sicht kein vernünftiges Argument gegen Dialog, gegen Expertisenaustausch, gegen Wissensaustausch, gegen Erfahrungsaustausch und selbstverständlich auch hier in diesem Parlament auf genau dieser, unter Anführungszeichen, auch Tribüne, die natürlich auch einen öffentlichen Charakter hat. Und es schadet auch der österreichischen Öffentlichkeit, auch der Medienöffentlichkeit nicht, mehr europäisches Bewusstsein auch im österreichischen Nationalrat zu erleben und zu sehen. Dass neben EU-Abgeordneten künftig auch hochrangige ausländische Politiker wie beispielsweise die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im Nationalrat sprechen dürfen, sei zu begrüßen, sagt Eva Glawischnik-Piszczek, die Klubobfrau der Grünen. Dies würde die Qualität der Debatten künftig heben.